schon bei uns. Ja, heute ein drittes Spiel, Christian, der erste Sieg. Wir haben souverän mit 4:0 in Mönchengladbach gewonnen. Wie froh bist du, dass wir heute den Sieg eingefahren haben? Total. Und zwar für alle. Für die Mannschaft, für den gesamten Verein, für alle, die zu uns stehen, die zum Verein stehen. Ich glaube, das tut jetzt gut nach dieser turbulenten Zeit, wirklich mal ein Erfolgserlebnis mitzunehmen und mit so einem kleinen Lächeln 2023 ausklingen lassen zu können. Jetzt gerade turbulente Zeit angesprochen. In den ersten Minuten waren die Gladbacher gut am Drücker. Ich finde, danach haben wir das sehr gut gemacht, kaum mal was zugelassen. Wie zufrieden warst du mit der Defensivarbeit heute? Ja, das habe ich gerade schon gesagt, sehr zufrieden. Ich würde es anders formulieren. Ich fand das Spiel am Anfang offen, dass sie mehr am Drücker waren als wir. Habe ich jetzt so nicht gehabt, aber ist ja auch völlig egal. Wir haben es seriös verteidigt und auch nachher, als wir geführt haben. Und das ist das, was wir zeigen wollten, dass wir das können und dass das geht. Und da bin ich echt sehr froh drüber. Das 4:0 war für mich uninteressanter, als dass wir die Null gehalten haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal, um allen zu zeigen, dass es geht, wenn man bereit ist, da alles zu investieren. Jetzt hast du morgen das letzte Spiel in 2023 mit der U19. Danach macht ihr noch mit der Mannschaft was. Wie geht es dann für dich weiter in der Winterpause mit der Mannschaft? Ja, jetzt ist morgen ein Spiel mit der U19, wo ich hoffe, dass wir da nochmal was mitnehmen können, eine engagierte Leistung bringen. Dann ist Montag noch Training mit der U19 und Dienstag Weihnachtsfeier. Und dann mal ein paar Tage durchatmen und Weihnachten feiern, in Urlaub fahren und dann mit frischer Kraft in 24 starten. Dann wünsche ich mir einen guten Übergang, schöne Weihnachtszeit. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Danke dir, Christian. Danke, wünsche ich euch auch allen. Ja, Gaetano Manno bei uns, der sportliche Leiter. Ja, es war eine sehr turbulente Woche. Wie froh bist du, dass die Woche so positiv geendet ist? Ja, das habe ich mir erhofft. Ich habe erhofft, dass wir einen Dreier heute holen und bin sehr happy und waren sehr, sehr anstrengende Wochen und ich freue mich einfach, dass die Mannschaft sich heute belohnt hat, weil ich glaube, die letzten beiden Spiele schon davor waren sehr, sehr aufsteigend. Wie gesagt, schon in Düren hätten wir eigentlich ein Tor, was wir aberkannt kriegen, und gegen Aachen haben wir durch eine Aktion uns das ganze Spiel gekostet, unnötiges Foulspiel und das tut weh, aber da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft sehr aufsteigend ist. Ja, eine Frage, die sich viele Fans stellen, jetzt geht es in die Winterpause für die Mannschaft. Wie sieht die Winterpause bei dir aus? Sind ja noch ein paar Positionen, die jetzt vielleicht neu besetzt werden müssen im Verein? Ja, die Winterpause ist noch nicht für mich, sondern für die Mannschaft. Ich bin jetzt diese Woche nochmal tätig mit Trainern auch, habe jetzt alles sondiert. Ich werde jetzt noch Montag und Dienstag noch zwei Gespräche haben und dann werde ich mich mit dem Verein zusammensetzen, was das Beste oder welche beste Lösung für den Verein ist, und dann werden wir sehen, welche Entscheidung es geben wird. Wie sieht denn dein Fazit aus für die Hinrunde plus die zwei Spiele jetzt gegen Aachen und Mönchengladbach heute? Wie würdest du die Saison bisher bewerten? Auf und ab. Auf und ab. Ich glaube, insgesamt wäre mehr möglich gewesen vom Tabellenplatz. Da müssen wir uns einfach mehr steigern, mehr Konstanz reinkriegen. Und dann glaube ich, werden wir eine gute Rückrunde spielen und dann werden wir nochmal angreifen. Danke für deine Worte. Dann drücken wir die Daumen, dass die Entscheidungen im Winter sitzen. Danke dir, Geiter. Danke auch und schöne Weihnachten. Ciao. Ja, Lukas Demming bei uns nach dem 4:0 bei Borussia Mönchengladbach. Ja, es war eine turbulente Woche. Wie froh bist du, dass wir heute so souverän hier die drei Punkte mitgenommen haben? Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, jetzt so in die, sag ich mal, Winterpause zu starten. Ich meine, die letzten Wochen, fand ich, fehlte uns einfach unfassbar das Spielglück. Dafür ist es umso besser, dass wir das heute so konsequent über die Bühne bringen konnten und auch, ich glaube, erst unser drittes, viertes Spiel zu Null spielen konnten. Das freut einen natürlich sehr. Ja, du sprichst Null hinten an, vorne hast du selber ein Tor gemacht. Wie froh warst du da, dass es da geklappt hat? Ja, natürlich sehr, sehr. Also ich hätte gern schon die Chance vorher reingemacht. Ist auch eine 100-prozentige, muss ich eigentlich reinmachen. Generell über die Saison war jetzt erst mein erstes Tor. Nehmen wir eigentlich ein, zwei Buden mehr schon vor, aber trotzdem bin ich jetzt umso froher, dass es jetzt geklappt hat. Ja, du warst letztes Jahr auch schon bei uns, da ging es im Winter ja auch nach Belek, dieses Jahr geht es wieder in die Türkei. Was nehmt ihr euch fürs Trainingslager und für die Vorbereitung jetzt vor? Wir starten am 3.1. wieder in die Vorbereitung. Ganz normal wie immer, weil wir hart arbeiten, konsequent durchziehen und unsere Spiele gewinnen. Dann danken wir dir, wünschen dir einen guten Übergang, schöne Weihnachtszeit und vor allem einen erholsamen Urlaub. Ja, danke auch. Ja, Paul Grave bei uns. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg und heute auch herzlichen Glückwunsch zur Null hinten. Worüber hast du dich denn mehr gefreut? Über die drei Punkte oder dass du heute nicht hinter dich greifen musstest? Ja, über beides habe ich mich natürlich gefreut. Ne? Also klar ist natürlich am wichtigsten, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, dass da auch mal wieder die Null gestanden hat hinten.
Ja, ich finde, nicht nur du hast heute eine super Partie gemacht, auch unsere Defensive stand sehr gut. Ich mit der Viererkette gespielt. Wie zufrieden warst du mit deinen Vordermännern heute? Ja, sehr zufrieden. Also ich denke, wir haben es gut gecoacht bekommen und haben die ganzen Wege, die die gemacht haben, haben wir alle zugelaufen und von daher haben wir wenig zugelassen. Und ich denke, dass das insgesamt sehr gut funktioniert heute und von daher sehr zufrieden. Jetzt geht es ja auch für dich, nicht nur für die anderen der Mannschaft, in die Winterpause. Was nimmst du dir persönlich vor in der Winterpause oder wie hältst du dich fit? Ja, ich denke mal, erstmal wird eine Woche Ruhe, also ein bisschen Pause gemacht und dann geht es darum, wie du schon sagst, ne, sich wieder fit zu bekommen für die Rückrunde. Ja, da werden wir noch den einen oder anderen Lauf mitbekommen und klar, die macht man nicht immer gerne, die Läufe, aber gehört auch dazu und dann einfach zusehen, dass man wieder fit aus der Winterpause zurückkommt. Wir haben schon gehört, am 3.1. geht es weiter im nächsten Jahr. Wir fahren ins Trainingslager, dann steht noch eine Rückrunde an. Was nehmt ihr euch da noch vor für die Rückrunde? Ja gut, ich habe jetzt noch nicht die anderen Ergebnisse gesehen, aber klar ist natürlich, wir haben den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. Wir wollen, wenn es geht, jetzt eine Serie starten. Das haben wir jetzt mit dem ersten oder mit dem letzten Spiel vor der Pause getan und daran müssen wir anknüpfen, ne? Weitermachen und von Spiel zu Spiel gucken. Und der Rest wird sich dann schon ergeben. Wenn wir unsere Punkte holen, dann ist da auch noch was möglich nach oben. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Und ja, ich schließe mich mit Charlie an, wünsche dir frohe Weihnachten, danke, guten Übergang. Und sehen wir uns nächstes Jahr. Danke dir, Paul. Danke.